Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video über GTA Online, denn die Frage hier ist natürlich, wann kommt das nächste DLC? Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und Leute, für die, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr jede Information in GTA Online und das wäre ziemlich schade. Aber gut Leute, fangen wir doch mal direkt an. Also, was wissen wir über das neue DLC? Also Leute, wenn wir uns mal auf Spurensuche gehen nach Informationen zum DLC, kommen wir natürlich zu Rockstar Games Newsware. Denn da postet Rockstar Games alle Neuerungen in seinen Spielen und zwar auch für GTA Online. Und zwar wurde am 18.05. ein Post abgesetzt und zwar mit dem Titel, Leute, Details zu neuen Updates für GTA Online und Red Dead Online. Und natürlich wurde hier auch gesagt, dass GTA 5, die erweiterte Edition, für die Next-Gen-Konsolen PS5, Xbox One Series X, S, wie auch immer kommt. Aber Leute, tatsächlich wurde in diesem Post natürlich wiederum thematisiert, wann das nächste GTA Online-Update kommen würde. Und hier wurde natürlich datiert Sommer. Wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, Leute, werden wir natürlich hier Informationen erhalten zu Deadline-Maps, zu neuen Stunt-Rennen und natürlich zu neuen Survival-Maps, die wir mittlerweile tatsächlich auch alle bekommen haben. Aber wenn wir hier ein bisschen weiter runtergehen, werden wir ganz schnell fündig, und zwar bei diesem Foto hier, was ich jetzt hier eingeblendet habe. Und zwar ist dieses Foto sehr interessant, denn hier kann man nicht sehen, wo das ist oder in welchem Zusammenhang das ist, aber was natürlich hier voll raussticht, ist natürlich dieses Auto hier. Bei diesem Foto stellt sich natürlich hier wiederum die Frage, okay, es ist ein Sommer-DLC, also kommt der Sommer-DLC Part 2, also so wie im letzten Jahr und... Ja, Leute, das Sommer-DLC letztes Jahr waren ja eigentlich nur so ein paar Fahrzeuge zugefügt und ja, das war's, ne? Da gab's nicht so viel. Und Leute, genau das hier wird's, glaube ich, nicht werden. Es wird hier schon ein spezielles Thema bekommen, es wird nicht Sommer-DLC Part 2 sein, wo uns einfach nur ein paar Autos geben wird. So im Motto, Leute, seid ruhig, ihr könnt ja noch warten bis zum Winter, ihr habt ein paar Fahrzeuge, ne? Das ist es hier nicht. Denn was halt hier voll raussticht, Leute, ist natürlich hier das Auto. Das Auto sagt hier wiederum aus, okay, Schnell, Sport, Tuning, Drifting. Und hier ist natürlich wiederum die Frage, okay, was ist jetzt hier wahrscheinlich? Okay, Drifting in GTA, naja, nicht jetzt. Ich glaube vielleicht mal irgendwann mal später so ein Drift-DLC wäre schön, aber hier glaube ich eher weniger. Ich glaube, hier liegt der Fokus tatsächlich eher auf den Sportwagen und auf Tuning. Also wird es so eine Art Tuning-DLC, Underground-Tuning-DLC, wie auch immer. Aber tatsächlich haben Leaker ein paar Informationen rausgefunden. Und zwar, was sehr interessant ist, Leute, es gibt neue Fahrzeugklassen. Was sage ich hier mit neuen Fahrzeugklassen? Naja, hier habt ihr mal einen Ausschnitt, ein Foto von den aktuellen Fahrzeugklassen und von den zukünftigen Fahrzeugklassen. Und wenn ihr vielleicht mal da genau hinschaut, werdet euch auffallen, dass Go-Kart und Car-Club neu sind. Okay, über Go-Kart könnt ihr euch natürlich vorstellen, okay, welche Fahrzeuge gehören da rein? Denn wir haben ja schon zwei Go-Karts. Aber Car Club, was ist denn jetzt Car Club? Und wenn man dieses Wort mal so zerlegt und drüber nachdenkt und Car gleich Auto und Club gleich Club, ne, da kommt schon so ein Gedanke so, okay, wird das so eine Art Motorradclub, aber nur mit Autos und wie wird das denn aussehen? Und tatsächlich, Leute, kam dann natürlich gestern ein Post von Rockstar Games, was das natürlich wieder ganz ein bisschen erleuchtet hat. Und zwar hat das neue Foto ein paar Klarheiten geschafft. Und zwar, wenn wir auf den neuen Post von Rockstar Games gucken, werden wir sehen, dass wir hier ein Tuning-Treff haben. Ne? Also Car Club ist von einer Art Tuning-Treff und hier wiederum passt natürlich auch Tuning-Szene. Und diese Tuning-Szene wird hier natürlich groß geschrieben, da man beim Tuning-Treffen natürlich immer seine schönsten Autos zeigt und 5 Minuten später jemand mit der Oppressor MK2 kommt. Ach, das ist doch einfach schön, ne? Und ich bin einfach mal gespannt, Leute. Das Foto an sich oder generell die Fotos an sich zeigen jetzt nicht so viel vom neuen DLC oder neue Informationen zu neuen Fahrzeugen, die hinzugefügt werden, etc., etc., etc. Was hier aber vielleicht interessant ist, natürlich hier die Location von diesem Foto. Und zwar hier können wir natürlich die Location tatsächlich bestimmen. Und zwar bin ich jetzt hier in GTA Online an dieser Location. Und wenn ihr hier mal vergleicht, Leute, ihr schaut mal aufs Foto drauf. Ihr werdet merken, dass im Hintergrund die Fenster mit einer hellen Holzschicht überzogen sind und das andere Fenster mit so einer roten Holzschicht oder Farbe, wie auch immer, überzogen sind oder verdeckt sind. Und tatsächlich sind wir hier auch. Natürlich, das Schild
fehlt hier, wo auch noch LSC draufsteht, was hier wiederum auch auf Tuning drauf hindeutet. Und hier ist natürlich wiederum die Frage, okay, könnte was hier hinkommen? Und Leute, ganz ehrlich, hier wäre Platz. Hier wäre genug Platz, um eine Art Tuning-Garage hier reinzubauen für diese Car-Clubs-Autos, also ne, für diese Street-Racing-Cars, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Denn, wenn ihr mal so überlegt, beim Lowrider DLC haben wir auch diese Bennys Werkstatt bekommen. Diese Bennys Werkstatt hat ja auch nicht viel Platz gekostet. Und ich sag ganz ehrlich, Leute, die Location passt einfach. Und auch einfach deswegen, Leute, dass hier so eine schöne Garage ist, wo ich mir echt gut vorstellen könnte, dass die aufgeht, dass wir reinfahren können und dass wir dann halt unsere Autos tunen können oder dass das hier vielleicht mal unser Car Club Club sein wird, ne? So wie unser MC-Gebäude wird das hier unser Car Club Gebäude. Und ja, mal schauen, ne? Wie gesagt, wirkliche Informationen hat uns Rockstar Games einfach nicht gegeben. Aber was wissen wir denn sonst noch über das kommende DLC? Also was wir jetzt schon wissen, Leute, ist natürlich diese Fahrzeugklassen. Diese zwei neuen Fahrzeugklassen, nochmal Go-Kart und Car Club. Und wir werden auch später im Rockstar Editor für Jobs hier auch Rennen erstellen können für Go-Kart und wahrscheinlich für Car Clubs. Aber natürlich wahrscheinlich nicht sofort, denn die werden das irgendwann später im Dropfeed veröffentlichen, da die auch beim Open Wheels Rennen und etc. erstmal ihre eigenen Rennen veröffentlicht haben, dass die Leute das spielen und dann ihre eigenen Rennen kreieren können. Aber kommen wir jetzt doch mal zur wichtigsten Frage dieses Videos. Wann kommt das DLC? Und das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Hier muss man natürlich erstmal sagen, okay, wann hat denn Rockstar Games in der Vergangenheit DLCs veröffentlicht? Und hier ist natürlich die Antwort, ja, also wir haben es früher dienstags, jahrelang dienstags veröffentlicht, dann donnerstags und dann auf einmal doch dienstags und dann doch Donnerstag und dann, ja, in diesem Fall wäre es wahrscheinlich wieder Dienstag. Warum sage ich jetzt Dienstag? Und zwar nicht nächste Woche Dienstag, nein, sondern in eineinhalb Wochen Dienstag oder wie auch immer. Genauer gesagt am 20.07. Warum der 20.07.? Naja, Leute, hier ein großer Indiz dafür sind tatsächlich die Eventwochen, die wir in GTA Online haben. Und zwar, wenn wir uns den Rockstar Games Post nochmal anschauen, werden wir merken, dass die ganzen Events nur bis zum 19.07. gehen. Und das ist schon ziemlich merkwürdig, Leute. Und tatsächlich sind danach keine Drop-Feeds mehr, also in Sachen Events, irgendwie angekündigt oder sind zu finden oder sind geplant. Also, sprich, nach dem 19. ist irgendwie leer, nichts. Und keine Eventwoche gab es eigentlich nicht mehr seit Jahren. Deswegen ist hier tatsächlich sehr groß die Wahrscheinlichkeit, dass halt nach dem 19. was irgendwas passiert in GTA Online. Und hier würde ich einfach mal sagen, kommt das Summer DLC Part 2 oder wie ich das gerne nenne, Underground DLC oder Tuning DLC. Je nachdem, wie ihr es nennen möchtet. Den Namen haben sie noch nicht gesagt, aber ich hoffe nicht, dass es Summer DLC Part 2 ist, denn der Name ist kacke. Aber egal, das würde ich sagen, kommt das Update. Aber gut, Leute, das waren jetzt generell die ganzen Informationen, die ich jetzt bisher zum DLC sammeln konnte. Ich weiß, es sind jetzt nicht krass viel Informationen und ziemlich viel auch vage und geraten, aber die nächsten Tage wird dann Rockstar Games natürlich mehr Informationen raushauen und die werde ich natürlich euch auch weiterleiten. Aber gut, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum nicht? Denn diese krassen Informationsvideos dürft ihr nicht verpassen. Aber gut, Leute, ich bin mal raus, euer Wombat. Ciao.